Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Paint. Wir haben in der letzten Folge die Social Media Buttons erstmal vorgefüllt. Die trocknen noch ein bisschen nach. Ich hatte jetzt nur eine minimale Folgenpause. Und was wir in dieser Folge machen, erstmal, welchen hatte ich denn jetzt? Nehmen wir mal den. Outlinen wir gerade mal den Pfeil, dann haben wir den auch von der Backe. Wir sind nämlich schon kurz vorm Ende jetzt endlich. Folge 54 des LPs. Unglaublich. Viel Spaß beim Schneiden, lieber Schnitzeig, ne? So, damit ist der Pfeil auch endlich mal geritzt. Überlege gerade, ob ich dem noch eine helle Säcki verpasse. Nee, lassen wir mal. Vielleicht beleuchte ich die Outlines. Genau das machen wir. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt direkt. Ein bisschen mit Weiß anschattieren. Das sieht bestimmt okay aus. Aber dafür ist er noch nicht trocken genug. Egal, wie ihr feststellen könnt, stehen hier auf einmal Touchmarker rum. Denn wir werden jetzt die Choose Style, Change It, den Bereich malen, wo man statt dem Style, den ich in der Hand habe, auch andere Styles rüber switchen könnte, die man einfach verwendet an dem Punkt. Und ich habe mir überlegt, in die kleineren Zellen eher was zu machen, was ja, so verschiedenste Styles sind. Fangen wir mal mit was ganz Simplen an. Nehmen wir mal hier so ein Warm Gray von Touchmarker. Damit fülle ich mir jetzt einfach hier mal so eine Zelle. Okay, das sieht man gar nicht. Wir nehmen ein dunkleres. Ich bin mit den Stiften noch nicht so gut vertraut. Soll einfach nur ein bisschen gräulich wirken. Das kriegen wir ja hin. Ich weiß gar nicht, doch, ihr müsstet das gut sehen, denke ich. Hoffe ich. So, und da werdet ihr euch jetzt auch wundern, wie schnell das geht. Denn bei dem hier zum Beispiel, ne, da machen wir einfach eine Art Bombing-Stil. Jeder Style hat natürlich auch unterschiedliche Skills. Ja, wir deuten nur an, dass das Style drin wäre. So ein kurzer Einblick. Damit ist diese Zelle hier quasi schon fertig. Was ich aber jetzt machen wollte, ist, vorne hätte ich gern 3D angedeutet. Muss auch gerade gucken, was für Farben man denn da so usen kann. Oh ja, das passt. Na, auch hier, das wird nur so ein Ausschnitt von einem 3D. Das kann man ganz schnell freestylen, sowas. Wisst ihr ja. Gar kein Problem. Diese. So, hier machen wir auch noch mal ein bisschen was. Wird gleich alles noch etwas gefadet, USW. So.
Dann mal gucken, wie man mit diesen Stiften so fadet auf diesem Untergrund jetzt. Viel Farbe trägt sich selber von den Stiften wieder ab. Ich noch nicht so ganz hintergestiegen bin, warum das so ist. Aber da ich auch nur minimale Fadings brauche, ist das, denke ich mal, auch passend. Ja, die Dinger werden ja eh noch geoutlined nachher. Von daher alles cool. Gerade auf dem Handschuh wieder säubern. Wenn er so ein bisschen Acryl ansaugt, der Stift, dann kommt an der Stelle keine Farbe mehr durch. Muss man sich den kurz auf dem Handschuh nachsäubern. Und dann klappt das auch wieder. Also ich muss sagen, doch, ich bin mit den Touchmarkern ganz zufrieden. Ich muss nur noch herausfinden, welches Papier für diese Stifte am besten geeignet ist. Das muss ich noch klären mit dem Zukunftszeig. So. Ich denke mal, spätestens der Schnittzeig wird da schon wieder irgendwelche Ideen haben. Wir machen jetzt erstmal die hellen Stellen ready und dann tasten wir uns an die dunklen Stellen dran. Dann kommt noch ein bisschen Background dazu und dann haben wir hier 3D-technisch auch was geschaffen. Alles ganz easy, ihr wisst. Keine schwierigen Dinge hier in dem Bild. So, dann muss ich mal gucken, ob ich hier noch was Dunkleres habe. Ich nehme mal tatsächlich, ich bin mal so dreist und nehme mal ein Schwarz dazu. Erstmal fülle ich mir das hier wieder mit dem helleren Ton vor. Wir machen ja jetzt die dunkleren Kanten. Dann legen wir ein bisschen Schwarz drauf und danach faden wir nochmal aus mit dem Rot. Mal gucken, wie es wirkt. Ich bin aber zuversichtlich, wie immer, ne? Also mich kann man ja nicht so einfach schocken, das wisst ihr ja. So, was ich noch gerne hätte, ist hier hinten einen weiteren Part gelb, irgendein Element. Dass man einfach merkt, man befindet sich hier mitten im Style. Ja, das ist mir wichtig. So. Da bitte auch mit Orange. Wenn man schon hier und da macht, macht das dann auch einheitlich. Ne? So. Das ist wie so Avatare wechseln oder sowas. Hier kommt auch noch eine kleine rote Kante dran. So, jetzt muss ich mal schauen, jetzt schattieren wir das mal ein bisschen mit Schwarz an. Spannung steigt, ich habe nämlich keine Ahnung, wie es wirkt. Ob es so wirkt, wie ich es gern hätte. Ich mache erstmal diese weniger ist mehr, du weißt. So, dann gucken wir mal, wie wir das rausgefadet bekommen. Oh,
das geht erstaunlich gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Doch, das ziehen wir jetzt mal hier komplett durch, ne? Voll süß, wir haben einen in der Gruppe. Schöne Grüße an dich, du weißt genau, dass du es bist. Der schreibt oft Hashtag SykeOneArmy unter seine Posts. So, weißt du, Drei-Mann-Army-mäßig. Finde ich voll süß. Freue ich mich immer. So. Dann gehen wir hier nochmal mit Rot am besten zuerst wieder. Immer das Konzept gleich behalten. Da noch so viel Schwarzpigmente gerade in dem Rot drin sind. Passt da schon fast so. So, das müssen wir natürlich trennen, dass man auch hier den Unterschied erkennt von Ebene zu Ebene. Also kommen wir hier auch nochmal ein bisschen mit Schwarz raus. So, und das verreiben wir nochmal an der Stelle. Dann haben wir das nämlich auch, Kollege. So. Ah, diese Touchmarker. Wenn ihr wisst, welches Papier für die am besten ist, so dass sich nicht das ganze Blatt vollsaugt etc., schreibt mir das bitte in die Kommentare. Habt ihr mir super geholfen, braucht der Zukunftszeig nicht so viel nachdenken. Ne? Free Zukunftszeig. So. Faden wir das hier auch nochmal ein bisschen aus. Und dann denke ich mal, wirkt das schon etwas nach 3D, minimal, aber auf jeden Fall. So, dann müssen wir jetzt hier noch den BG-Mochen und den BG-Mochen hier mit diesen Stiften, würde ich mal vorschlagen. Auch hier legen wir uns erstmal wieder die helle Farbe rein. Ja, da kommen ja nachher noch Outlines drum, also gar kein Problem. So, und dann gehen wir mal, ich glaube, wir brauchen das Dunkelste von denen gar nicht. Ich glaube, es reicht, wenn wir hier von rechts und von links ein bisschen mit der Farbe reinkommen. Das ist dann schon okay. Ja, ich denke mal, so passt das. Das machen wir jetzt von der anderen Seite auch. Und dann ist es bald soweit, Leute. Dann ist das LP fertig. Ich kann es kaum glauben. So, wir haben die Zelle jetzt auch langsam fertig. So, machen wir denn noch eine in dieser Folge? Ja, eine machen wir noch. Da will ich aber wieder andere Farben haben. Da hätte ich gerne hier so rosamäßig was. Rosa mit lila-schwarzen Outlines. Da nehme ich mir auch wieder das Schwarz von Touchmarker dazu anstatt Tusche. Tusche wird die Kreise nachher outline. Und dann fangen wir auch hier wieder mit dem Hell an. Hier immer irgendwas ausdenken, stylmäßig.
Der funktioniert viel besser als die anderen Touchmarker bisher auf dem Untergrund. Komisch. So. Hier will ich auf jeden Fall. Oh ja, was wir machen können. Voll begeistert. Oh ja. Diese Mini-Zellen da. Ziehen hier mal so ein bisschen. Ja, muss ja nicht immer diese Dings sein. Diese Fading kann ja auch mal diese abgekattet sein. Ja, einfach hier und da mal ein bisschen. Hat noch niemanden geschadet. Ah, mit dem Stift, ne, ich habe gerade den anderen Stift gelobt. Mit dem hier habe ich wieder totale Probleme. Da bleibt irgendwie nichts hängen. Noch 2 mm Schluss. Habt ihr Erfahrungen mit Touchmarkern auf Leinwand? Lasst mich wissen. Kann ich auch nur draus profitieren. Vielleicht hätte ich einfach mit Weiß Glanz vorstreichen sollen, statt mit Weiß Matt. Das könnte ich mir noch denken, dass das vielleicht mit da reinspielt. So, hier füllen wir erstmal mit dem Hell aus. Ja, es geht ja jetzt einfach darum, dass man auch sieht, man hat hier verschiedenste Sachen drin liegen in den Zellen, also verschiedenste Styles. Und jeder Style hat dann vom Gedankengang her andere Skills, die er kann. Obwohl, ich nehme doch das Touchmarker Schwarz an der Stelle. Nicht das Touchmarker Schwarz, das Tusche Schwarz. So, so. Hier kommt noch ein bisschen eine Ecke rein. Hier kommt noch ein bisschen eine Ecke rein. Hier kommt mal blockmäßig was. Hier kommt blockmäßig was. Da ist ja natürlich noch Style nebenan, du weißt. Genauso hier auch. So. Hier mache ich noch ein bisschen deutlicher. So. Dann bin ich mit der Zelle auch zufrieden. Mit der dahinter auch. Und somit würde ich sagen, moderiere ich nochmal ab. Die nächste Folge wird garantiert die letzte Folge sein von diesem LP, egal wie lang sie wird. Dann sind wir auf 55 Folgen und ich denke, puh, das ist schon einiges, ne? Wir machen die drei Dinger fertig, dann outlinen wir das, dann outlinen wir das. Dann muss der Seik noch unterschreiben. Würde sich auch wieder ganz links anbieten. Seht ihr ja jetzt nicht, weil hier rechts wieder fiel diese. Aber ich denke mal, ich werde rechts unterschreiben, wie es sich gehört. Ausnahmsweise mal. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Euer Seigborn. Peace.